Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zum Thema Wespenstiche. Wespenstiche gehören zu den Dingen, die häufig einen Telefonanruf oder einen Besuch bei mir in der Sprechstunde verursachen, deshalb dieses Video. Wespenstiche führen zu einer heftigen lokalen, also örtlichen Reaktion an der Haut. Sie tun weh. Und meistens sind sie am nächsten Tag schlimmer als am Vortag. Und das ist dann die Situation, wo ich dann ins Spiel komme. Und dann ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Und deshalb dieses Video, dass Sie ab jetzt wissen, wie man am besten mit Wespenstichen umgeht. Zunächst ist es hilfreich, Wespenstiche von Bienenstichen unterscheiden zu können. Das ist einfach. Wespenstiche hinterlassen meistens eine leicht blutende Wunde und bei Bienenstichen bleibt der Stachel immer oder so gut wie immer in der Haut zurück und pulsiert dann noch etwas. Wenn also ein größeres Insekt wegfliegt und eine leicht blutende Stichwunde zurückbleibt, dürfen Sie davon ausgehen, dass es eine Wespe war. Das hat für die Behandlung zwar zunächst keine Bedeutung, aber für die Einordnung einer eventuellen allergischen Problematik natürlich durchaus. Wespenstiche, und das ist der Grund für die Angst, können eine heftige allergische Reaktion auslösen. Das ist aber eher selten. Da braucht man nämlich dazu eine Wespengiftallergie. Und die äußert sich durch eine akute Erkrankung des gestochenen Patienten. Und zwar innerhalb Minuten nach dem Stich. Da werden die Patienten richtig krank. Sie geraten in einen Schock, in einen anaphylaktischen Schock. Der Blutdruck rauscht runter. Das heißt, die werden ganz blass, diese Patienten. Ihnen wird schwindelig. Sie werden zum Teil sogar ohnmächtig. Sie werden kaltschweißig. Und die Atmung kann sehr beeinträchtigt werden durch so ein Ziehen, also durch eine Verengung der Atemwege. Das ist ein akuter Notfall und in einem solchen Fall sollten Sie sofort die 112, also die Notrufnummer in Deutschland, anrufen. Aber wie gesagt, eine solche allergische Reaktion auf einen Wespenstich, das ist eher selten. Und das wird zwar immer befürchtet, wenn eine heftige lokale Reaktion auftritt, dass das vielleicht auch noch kommen könnte. Aber wie gesagt, das tritt direkt in den Minuten nach dem Stich auf, eine echte allergische Reaktion. Eine heftige Schwellung, eine heftige Rötung, eine heftige Schmerzhaftigkeit, die bedeutet noch lange keine Allergie, sondern lediglich eine entsprechende Empfindlichkeit. Und jetzt wieder zurück zu der optimalen Therapie bei einem Wespenstich. Die optimale Therapie besteht darin, dass man versucht, das Ausmaß dieser lokalallergischen Reaktion zu begrenzen. Das geschieht dadurch, dass man so schnell wie möglich diese betroffene Stelle kühlt. Wenn man es da hat, ein kaltes Mineralwasser oder irgendwo ein Bach oder ein See oder einen Eisbeutel, wobei man da immer eine Stofflage dazwischen tun muss, keinen direkten Kontakt mit Eis und der Haut. Und das Zweite, das wird oft unterschätzt, ist die Ruhigstellung der betroffenen Stelle. Vor allem, wenn diese Stiche im Bereich der Füße und im Bereich der Hände passieren, müssen Sie damit rechnen, dass das sonst massiv anschwillt. Durch die Ruhigstellung wird bewirkt, dass die Durchblutung auf ein Minimum reduziert wird und damit die Verteilung dieses Wespengiftes gebremst wird. Und umgekehrt, wenn man wieder normal bewegt, passiert genau das, dass viel mehr von der Haut und von dem Unterhautgewebe von diesem Gift durchdrungen wird. Und so habe ich eben häufiger mit dem Problem zu tun, dass Kinder mit einer massiven Schwellung kommen, einen Tag später, und man dann nicht mehr allzu viel machen kann. Spätestens jetzt wird das betroffene Glied, das Bein oder die Hand entsprechend von mir dann so versorgt und die Eltern und der Patient instruiert, dass man das hochlagern und vor allem aber ruhig stellen muss, bis die Schwellung wieder abgeklungen ist. Natürlich kann man, wenn man hat, zusätzlich sofort
eine Antihistaminsalbe oder Gel drauf tun oder wenn der Juckreiz in der Nacht sehr stark ist, auch entsprechende Tropfen oder Tabletten, also Antihistaminika, einnehmen, um das Ausmaß zu lindern. Aber das Wichtigste, die wichtigste Botschaft dieses Videos soll sein, eine heftige lokale Reaktion, die auf Wespenstiche typisch ist, vor allem an entsprechenden Stellen, Hände und Füße, ist absolut zu unterscheiden von einer richtigen allergischen Reaktion, wie die eben mit diesem anaphylaktischen Schock, wie beschrieben, abläuft. Ich denke, das ist in diesem Video klar geworden. Dann tun Sie gut daran, diesen Stachel so schnell wie möglich zu entfernen, entweder mit den Fingernägeln oder, wenn Sie haben, mit einer Pinzette, so schnell wie möglich. Und jetzt ist nämlich der Punkt, warum dieses Video so wichtig ist. Trampolin. Das Trampolinspringen, ein super toller Sport, der unheimlich viel Spaß macht, mir allerdings in der Sprechstunde nicht immer. Nasenbluten. Nasenbluten bei Kindern ist meistens dann verstärkt vorhanden, wenn auch die Eltern Nasenbluten haben oder hatten. Deshalb ist es oft ein familiäres Problem und mich wundert, wie verunsichert oftmals die Patienten mit diesem Thema sind. Was bewirkt Nasenbluten? Dazu muss man wissen, dass unsere Nase ein ganz besonderes Organ ist.